heute mal ein neues Video vom Pommsen. Der Rennstrecke ist ja, da bin ich ja fleißig am Bauen. Aber heute ist mega schlechtes Wetter. Ja, und ich habe ein paar neue Reifen. Die müssen wir mal verbauen. Weil das Ding hier, das stand ewig. Also der stand jetzt bestimmt locker ein Jahr. Da sieht man also, na, Reifen, die vorne sind im Arsch hier. Die sind kaputt hier. Bringt es jetzt nicht, wenn ich jetzt nochmal Luft aufpumpe. Ach, das, ich habe ein paar bessere. Na, das würde ich jetzt mal heute machen. Mal die Reifen einbauen. Neuen Anlasser müssen wir noch einbauen. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob er anspringt, ob er läuft, ob er ein Stück fährt. Genau, und dann will ich ja mit dem Teil hier mal eine Runde über die, über unsere kleine Offroad-Rennstrecke fahren. Der hat keine Differentialsperre und nichts, das wird interessant. Ja gut, okay, fangen wir jetzt mal an mit den Reifen. So, ich hoffe nur, die Felge geht jetzt auch gleich runter und ist nicht total böse festgebacken. Ja, super. So, hier ist altes Rad. Hier ist neues Rad. Sagen wir, ist ein kleiner Unterschied. Ja? Mal gucken hier. Die Felge ist die gleiche. Aber der Reifen ist ein bisschen anders. Ja, sagen wir, ist ein bisschen größer. So, hier sieht man es nochmal ganz gut. Hier ist der neue Reifen. Und hier drüben haben wir den alten. Da ist schon. Schon ein Unterschied. Nachdem wir jetzt die Reifen gewechselt haben, können wir uns jetzt dem Anlasser widmen. Ist ein Getriebeanlasser damit. Weil der Motor hat ein bisschen Probleme. Das werdet ihr nachher sehen, wenn ich versuche zu starten. Der springt nicht gut an. Genau, deswegen Getriebeanlasser. Den bauen wir jetzt erstmal ein. So, Anlasser ist jetzt drin, verkabelt auch, würde ich sagen. Sonne geht langsam unter, aber einen Startversuch mit neuen Anlasser können wir eigentlich mal noch machen. So, muss mal gucken. Nach dem Wasser müssen wir hier nicht gucken, das ist das Gute. Jetzt müssen wir eigentlich bloß mal noch nach dem Öl gucken. Ja, ist was drin. Ist okay. Also Öl drin ist, alles gut. Gut, baue ich noch eine Batterie ein. Und dann kannst du losgehen. So, eins noch. Ist denn überhaupt noch Diesel drin? Ja, voll bis oben hin mit Sommerdiesel. Nee, wenn ich dem vor einem Jahr das letzte Mal gefahren habe, dann war es auch Winter. Wird schon Winterdiesel sein. Ich hoffe nur, der Dieselhahn bewegt sich dann nachher noch. Könnt ihr gleich mal gucken. Oh ja, der ist auch, der ist fest. Na also, geht doch. Na klasse. Also wer hier anlassen will, braucht einen Hammer. So, es gibt auch noch das ein oder andere Problem. Der Gänge hängt. Der Ganghebel hängt. Hier passiert nichts mehr. Ja,
Ah, hier ist ein Gang drin. Und der klebt fest. Also hier tut sich nichts mehr. Aber ich würde sagen, wir starten trotzdem mal. Vielleicht löst sich es dann hier. Vielleicht kriegt man dann irgendwie raus. Aber im Moment, ein bisschen fest. Okay, also erster Versuch klappt schon mal nicht. Können wir mal gucken. Immerhin hat es jetzt mal ein Stück bewegt. Ja! Ich habe den Gang rausgekriegt. Immerhin. Der Gang ist draußen. So, also ich hole mal einen Booster. Weil wie ihr seht, ohne Booster wird es nichts.
ausgegangen. Genug lang geprügelt. Leicht erstmal. So, jetzt fahren wir mit dem coolen Gefährt hier mal eine Runde.
hier, die wird schwer zu unterbieten. Ja, er ist relativ schnell hier, das Ding. Nee. Der ist wirklich gut. Können wir bitte wieder runter erstmal? Komm. Lass uns mal runter. Yes. Das ist ein Kuhrenwickel. Eieiei. Nächstes Mal film ich das nur von draußen. Du bist echt schmerzfrei. Planierschild drüber, ja, alles rein. Ja. Könnte aber noch ein bisschen besser sein. Also der UAZ hier, der hat überhaupt keine Probleme, sich durchzuwühlen. Das Ding ist der Hammer. Also für den ist das hier ein Klacks, die Strecke. Wo es jetzt heute schon, weil es ein bisschen getaut hat, echt matschig ist. Aber der Kachel, der ist egal, die zieht du halt durch hier. Der fährt auch dort durch, wo der Traktor lang kam. So, mal sehen, was er jetzt vorhat hier. Weiß gar nicht, hier hinten war ich noch gar nicht. Das Teil übrigens, der Geländewagen hier, der kann sogar schwimmen. Also das ist eine richtig coole Bude. Mit Winde und allem drum und dran dabei. Ist ein kleines Loch. Dürfte ja kein Problem sein. Ist auch kein Problem. Ach, das sieht man, das Ding hier ist fürs Gelände gebaut. Vor allen Dingen schön leicht, wendig. Du willst irgendeinen Hang hochfahren, ja? Du bist echt ein. Damit ist früher die russische Armee überall durchs Gelände gefahren. Ich glaube, das war so ein Teil, was die Verwundeten
abtransportiert hat. Aber es gibt noch mal demnächst ein Vorstellungsvideo zu dem Schwimmwagen hier. Tino will es wissen, der will jetzt unbedingt. Ja, das hier, dir ist zu viel Gras und Zeug, der. Würde, dort ist besser. Hier ist nicht ganz so steil, aber. Hier wird es besser gehen. Ja, doch. Hey. Wenn du es ein kleines Stück geschafft hättest, dann wär's. Ich laufe hinterher. Ich filme, das ist cooler. Verlinkt mal. Weil es sieht toll aus, wie der sich hier so durchackert. Ja. Das sieht echt cool aus. Hier müssen wir mit dem Bagger noch ein bisschen arbeiten, noch ein kleines Schlammloch. Das ist doch eine coole Strecke hier, oder? Schön Offroad. Ah, hier haben wir noch einen Stein, den können wir wegtun. Ja, und schon wühlt sich Tino wieder nach vorne. Ja, also ich denke, hier werden wir noch viel Spaß haben. Es wird übrigens auch so sein, dass wir einmal im Monat hier dass er kommen kann, wer will. Das wird schon mal gesondert bekannt geben. Und da kann jeder, wer halt Bock hat, mit seiner Karriere langheizen. Eine Runde über den Parcours. Aber das machen wir dann noch später. Wie gesagt, ich gebe das nochmal bekannt, wenn wir genau damit loslegen. Jetzt sind wir ja noch am Anfang hier mit der Strecke. So, ich habe eingeparkt. Ihr seht, der Ponsa hat es gut mitgemacht. Läuft doch. Das war nicht schlecht. So, naja, dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Mal auf die Strecke ein bisschen besser. Na, ich mach's mal aus. Ich mach's mal aus. Geht einfach hier bei dem so. Und schon aus. Genau, dann würde ich sagen, in den nächsten Folgen kommt erstmal der Bagger nochmal zum Einsatz. Dann machen wir die Strecke noch ein bisschen anspruchsvoller und auch so, dass man überhaupt mal sieht, wo die Strecke ist. Und dann geht's los mit Zeitnahme. Dann seht ihr wieder den UAZ, den Schwimmwagen und den Pomsen. Und dann gucken wir mal, was wir so für Zeiten hier hinlegen. Und dann kommen noch die ganzen anderen Fahrzeuge dran hier. Die müssen auch mal drüber heizen. Zum Beispiel der Trappi, ne? Der wird auch noch eine kleine Proberunde drehen. Mal sehen, was der für eine Zeit hinlegt. Dann müssen wir natürlich schauen, dass wir die Strecke so bauen, dass er das auch schafft. Weil wenn es jetzt zu krass bergig ist, wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Oder matschig. Aber mal sehen. Wenn er stecken bleibt, ist auch nicht so schlimm. Dann ziehen wir ihn halt wieder raus. Ne? Dafür haben wir ja den hier. Und wenn der stecken bleibt, der hat ja keine Diffsperre, dann holen wir halt den Bagger. Und wenn der es nicht schafft, haben wir noch die Planierraube, die im Moment noch nicht geht, ich weiß, aber das machen wir noch, ne? Gut, so viel dazu heute. Wir sehen uns im nächsten Video.